that's the good news. Der nächste Programmpunkt wird bestritten von Dr. Benny Peiser. Wo ist er? Da, aha. Dr. Peiser ist seit 2009 Direktor der Global Warming Policy Foundation. Herr Peiser studierte Politikwissenschaft, Anglistik und Sportwissenschaft an der Universität Frankfurt. 1993 promovierte er dort mit der Untersuchung der historischen, archäologischen und naturgeschichtlichen Probleme der griechischen Achsenzeit am Beispiel der antiken Olympischen Spiele. 2010 lehrte er an der Fakultät für Sport- und Trainingswissenschaften der Liverpooler Universität und er beschäftigt sich unter anderem mit dem Thema Katastrophismus und apokalyptische Weltsichten in der Erd- und Menschheitsgeschichte. Er gehört der Royal Astronomical Society und der britischen Space Guard Vereinigung an und untersuchte die möglichen Folgen der Einschläge von Meteoroiden und weiterer erdnaher Objekte und der Planung von Gegenmaßnahmen. Für seine Verdienste wurde ein Kleinplanet nach ihm benannt. Bitte, Mr. Peiser. Das Thema EU-Klimapolitik und der Brexit. Vielen Dank. Guten Morgen allerseits. Zunächst einmal vielen Dank an Eike und die Leute, die das zustande gebracht haben, in so kurzer Zeit die Veranstaltung zu retten. Ich meine, diese Konferenz wird natürlich in die Geschichte eingehen als der erste wissenschaftliche Kongress seit der Nazizeit, der hier in Deutschland verhindert werden sollte. Und das Problem ist natürlich, wie in allen autoritären Momenten der Geschichte, dass man mit einer kleinen Minderheit anfängt und irgendwann greift das natürlich wie ein Feuer über auf andere. Das haben wir auch schon erlebt, Professoren an Universitäten, die politisch nicht korrekte Positionen oder wissenschaftlich nicht korrekte Positionen vertreten, werden natürlich auch am Reden behindert oder rausgeschmissen. Wir leben in einer sehr tragischen Zeit. Ich finde, man kann es sich kaum, ich bin vor 30 Jahren nach Großbritannien gegangen und ich kann eigentlich Deutschland nicht wiedererkennen. Vor 30 Jahren war Freiheit irgendwie ein großes Wort. Heute ist es ein Schimpfwort. Und wie schon George Orwell sagte, Freiheit ist das Recht, Leuten zu sagen, was sie nicht hören wollen. Das ist, was Freiheit ist und es fängt, wie gesagt, mit den Klimaskeptikern an, aber es wird nicht mit den Klimaskeptikern aufhören. Okay, so viel zum Thema freie Meinungsäußerung. Mein Thema und vielleicht gibt es ja auch einen Grund dafür, warum Klimaskeptiker am Reden verhindert werden sollen. Denn einige dieser Wissenschaftler haben bereits erklärt, öffentlich erklärt, dass die radikale Klimapolitik, die benötigt wird, angeblich um die Welt zu retten, in einer Demokratie nicht machbar ist. Die sagen, die Chinesen machen das besser.
da gibt es keine Wahlen und die Regierung bestimmt, was gemacht wird. In einer Demokratie, die Politiker sind alle so kurzfristig auf Wahlen fixiert, und wenn man den Leuten das Leben schwer macht mit höheren Energiepreisen und ihnen sagt, was sie essen sollen oder wohin sie in Urlaub fahren sollen, dann ist das vielleicht nicht so populär. Und die wissen schon, warum Skeptizismus im Zeitalter kollektiver Hysterie gefährlich ist. Also mein Thema ist die Klimapolitik der EU. Und am Ende kurz die politischen Auswirkungen des Brexit, sollte er von kommen. Wir wissen ja nicht mal, was in 3 Wochen passiert in Großbritannien. Mittlerweile ist ja alles möglich. Also insofern ist es noch nicht garantiert, dass Großbritannien aus der EU austritt. Wie gesagt, ist alles möglich. Nicht, dass die Bevölkerung plötzlich umdenkt. Die Bevölkerung Großbritanniens ist weiterhin 50-50 gespalten, aber sie hat sich trotz des großen Chaos nicht wesentlich in die eine oder in die andere Richtung geändert. Die politische Klasse natürlich hat ihre eigenen Vorstellungen. Also wie gesagt, wir wissen nicht, was passiert, aber ich werde kurz darauf zu sprechen kommen, welche Auswirkungen ein Brexit haben könnte auf die Energie- und Klimapolitik. Wenn wir uns anschauen, die letzten 20 Jahre, 20, 30 Jahre europäischer Klimapolitik, dann gibt es ein paar zentrale Auswirkungen, die wir bereits sehen und bemerken und fühlen. Da ist zum einen das als direkte Konsequenz der Entscheidung, teurere Energietechnologien zu verwenden und billigere langsam abzubauen, die Energiepreise kontinuierlich am Steigen sind. Das hat natürlich Auswirkungen sowohl auf Familien als auch auf Unternehmen, als auch auf Industrien. Die industrielle Wettbewerbsfähigkeit Europas ist kontinuierlich am sinken. Es wird angenommen, dass Europa in 20 Jahren nicht mehr zur ersten Klasse zählen wird, sondern eben absteigen wird in die zweite Klasse, da eben andere wichtige, größere und wettbewerbsfähige Länder aufsteigen werden. China hat übrigens schon Amerika überholt als Wirtschaftsmacht. Indien wird in 10 Jahren die USA überholen. Andere asiatische Staaten werden Europa schnellstmöglichst überholen. Und das ist ihr Ziel. Denn die denken immer noch an Wettbewerb. Wir denken an die Rettung der Welt. Ja, die Schwer- und die Autoindustrie wird in eine existenzielle Krise getrieben, ist ja auch die EU dachte ursprünglich, als sie mit der Klimapolitik begann, dass Europa der Weltmeister, der Exportweltmeister von Solarzellen werden wird. Das war natürlich die Idee, ne? Europa, die quasi technologische Powerhouse, die haben natürlich vergessen, dass die Chinesen das zur Hälfte des Preises machen können, und als Konsequenz wurde dann Europa überschwemmt von chinesischen Solarzellen. Demnächst darf man wohl mit billigen Elektroautos aus China rechnen. Die kommen jetzt schon auf den Markt und natürlich sind die ungefähr halb so teuer wie ein europäisches Elektroauto. Ja, dann darf sich die Autoindustrie natürlich nicht wundern, wenn es ihr so geht wie der deutschen Solarindustrie, die
eben bankrott gegangen ist. Das sind diese nicht nachgedachten oder überlegten Konsequenzen einer naiven, utopischen Politik. Und natürlich, jetzt denkt man darüber nach, ja, dann müssen wir eben Zölle erheben auf alle Länder, die nicht solche radikale Klimapolitik machen wie wir. Ja, ist eine klasse Idee. Die Chinesen sagen dann, ja, okay, macht das mal, dann dürft ihr aber auch nicht mehr bei uns exportieren. Ist ja klar, die lassen sich das ja nicht einfach so gefallen. Ja, die Energiearmut, das wissen Sie wahrscheinlich besser als ich. Ich verfolge das natürlich in verschiedenen Ländern, aber ich habe gelesen, hier in Deutschland wird Leuten sogar einfach der Saft abgedreht, wenn sie das nicht bezahlen können. In Großbritannien ist man da ein bisschen zahmer. Denen sagt man einfach nur, eure Schulden sind jetzt so hoch, dass ihr da 10 Jahre braucht, um eure Energieschulden abzubezahlen. Aber Energiearmut, ich glaube in Europa, in der EU, die offiziellen Statistiken sind ungefähr 50 Millionen Leute in der EU sind offiziell, leben in Energiearmut. Und dann haben wir natürlich die größte Ironie vielleicht, die Zerstörung der Landschaften, der Wälder, der Wildtierarten durch die Erneuerbaren, weil die Erneuerbaren natürlich 100-mal so einen ökologischen Fußabdruck, ja, die zerstören eben jetzt weiträumig die Landschaften und die Umwelt, weil sie eben so viel Platz brauchen. Und ich sehe in Deutschland immer, weil ja auch so viel Probleme mit den Leuten, ne, es gibt ja, glaube ich, 1000 Bürgerinitiativen gegen Windanlagen. Naja, dann geht man eben dort, wo es vielleicht nicht so viele Leute gibt, in den Wald, nicht? Zerstört man eben die Wälder. Dann haben wir die ganze Energiesicherheit oder Unsicherheit und die wachsende Abhängigkeit von russischen Energieimporten. Wenn man natürlich kein eigenes Gas produzieren darf, weil Fracking verboten ist. Wenn man seine eigenen Atomkraftwerke abbaut, dann darf man sich eben nicht wundern, dass die Konsequenz davon ist, dass man zunehmend von Importen abhängig wird. Und dann natürlich der Zwiespalt zwischen West- und Osteuropa, das wissen wir auch, und wachsende Opposition der Bevölkerung. Also diese ganzen Konsequenzen sind natürlich genau das Gegenteil von dem, was uns versprochen wurde, nämlich dass die Zukunft grün und paradiesisch und billig und einfach und alles wunderbar sein wird. Und das ist ein politisches Problem für die sogenannten Mainstream-Parteien. Die Energiewende und die grüne Politik, obwohl sie immer noch so vertreten wird, ist von einem Großversprechen zu einem Kopfzerbrechen geworden. Und ich war gerade in Washington und habe zu der Situation in Europa gesprochen. Ich habe denen gesagt, wisst ihr, es ist eigentlich völlig egal, was ihr in Amerika macht. Völlig egal, ob ihr jetzt eine CO2-Steuer macht oder dies oder das. Und das trifft natürlich noch mehr auf Europa zu. Denn was immer wir in Europa an CO2 einsparen, ist innerhalb weniger Jahre kompensiert durch den Rest der Welt. Der weltweite Energiebedarf wird um ungefähr 30% steigen, und das bedeutet mehr Energie in den nächsten 20 Jahren
als ob noch ein neues China und ein neues Indien dazukommt. Und das bedeutet natürlich auch ein ansteigender CO2-Ausstieg. Ganz egal, was die Amerikaner machen und egal, was Europa macht. Es ist völlig egal, weil die Entwicklungs- und die Schwellenländer da nicht mitmachen und auch nicht mitmachen können. Selbst wenn die Chinesen wollten, würde es wahrscheinlich zu einer Situation ähnlich wie im Iran jetzt kommen, wo die Leute einen Aufstand quasi üben, weil die Energiepreise so angestiegen sind. So wir müssen noch mal kurz historisch uns erinnern, wie es zu dieser historischen Fehleinschätzung gekommen ist. Und das hat meines Erachtens vier zentrale Assumptions, Annahmen gegeben, die sich als fehlerhaft erwiesen haben. Und viele Leute sind sowieso der Ansicht, dass diese grüne Ideologie quasi aufsteigen konnte, weil eben die rote Ideologie am Arsch war. Und man nahm an, vor 30 Jahren, dass die globale Erwärmung eine dringende Bedrohung ist, die eben unverzüglich und unter allen Umständen verhindert werden muss. Die meisten Experten, vor allem die Experten, die die Parteien gerne anhören, die sagten ihnen auch, Öl und Gas ist in den nächsten 20 Jahren zu Ende und die Erneuerbaren werden so billig sein, dass wir die in der ganzen Welt exportieren können. Und drittens, daran können sich vielleicht einige von Ihnen noch erinnern, die EU war überzeugt, dass sie im Jahre 2020, also nächstes Jahr, und ich zitiere, die wettbewerbsfähigste und dynamischste wissensbasierte Wirtschaft der Welt sein wird. Das war die sogenannte Lissabon-Strategie. Das hat die EU insgesamt, davon waren sie überzeugt, dass dieser Weg, den sie dann eingeschlagen haben, vor 20 Jahren, dazu führen wird. In Wahrheit, jetzt kommen wir auf das Thema globale Erwärmung zurück, ist die Erwärmung sehr viel langsamer vonstatten gegangen und geht viel langsamer voran, als die Modelle und die Experten prophezeit hatten. Man darf sich daran erinnern, dass vor 30 Jahren der Weltklimarat in seinem ersten Bericht eine globale Erwärmung von 0,3 Grad Celsius per Jahrzehnt vorausgesagt hat. Und tatsächlich ist es ungefähr die Hälfte davon. Also die Erwärmung ist sehr viel langsamer und ein Großteil dieser Zeit hat kaum stattgefunden. Die großen, wenn man an diesen Trend auf der rechten Seite, wenn Sie da den Trend sehen, der ist vor allem bedingt durch die zwei großen El Nino, also diese Meereserwärmungsperioden. Ohne die hätten wir überhaupt keinen Trend. Noch schiefer waren die Voraussagen, dass wir kein Öl und Gas mehr haben werden in Kürze. Die Welt schwimmt in Öl und Gas. Sie haben ja gemerkt, dass trotz der Krise im Iran, trotz der Krise in Venezuela, trotz der Krise in Libyen, trotz der Krise in Saudi-Arabien, der Ölpreis sich nicht bewegt. Und der Grund dafür ist, es ist zu viel Öl da. Zum Beispiel die Amerikaner, die jetzt dieses Schiefergas aus der Erde holen,
die leiden darunter, die Unternehmen, dass der Gaspreis so gering ist. Also die, für uns Kunden, Leute, die den Energie brauchen und verbrauchen, ist natürlich paradiesisch, aber für die Unternehmen, die da Milliarden reinstecken, ist es ein Problem. Long may it last. Also die weltweiten Gasvorräte reichen, die wir kennen. Ich würde mal annehmen, dass wir vielleicht nur die Hälfte davon überhaupt kennen. Die meisten Länder haben ja noch gar nicht richtig angefangen zu suchen. Aber die weltweiten Gasvorräte reichen für über 250 Jahre. Also diese ganze Idee, dass wir kein Öl und Gas haben werden, ist natürlich begraben worden durch die Schiefergasrevolution. Und natürlich, anstatt Europa, der Weltmeister, der Exportweltmeister der Erneuerbaren, der wirkliche Gewinner der Energiewende in Europa ist China. China ist natürlich jetzt der größte Produzent der Solarzellen weltweit. Vergleichen Sie, was in den letzten 10, 15 Jahren passiert ist. Ja, in 2006 war China gerade mal 15%, Deutschland 20% der Produktion. Deutschland taucht da überhaupt nicht mehr auf heutzutage als Produzent von Solaranlagen. Und wie gesagt, so wie mit den Solaranlagen, so droht es jetzt eben auch den Europäern mit der Autoindustrie, denn die Chinesen produzieren einfach billige Elektroautos. Das ist der größte Markt für Elektroautos. Und ja, wie will ein Politiker hier in Deutschland argumentieren, wir müssen das Klima retten, aber wir können uns keine billigen chinesischen Elektroautos leisten. Ja, entweder man will das Klima retten und dann braucht man so viel Elektroautos wie möglich und so billig wie möglich. Ist doch klar. Also ich bin mal gespannt, wie die deutsche Politik auf diese Herausforderung reagiert. Mir ist schon aufgefallen, dass fast alle Industrien in Deutschland, überhaupt in ganz Europa, aufgegeben haben, überhaupt dagegen anzukämpfen. Man hört ja von denen nichts, außer, ja, wir müssen da mal mit der Merkel sprechen. Ich sehe da schwere Zeiten auf die deutsche Autoindustrie zukommen. Ich weiß nicht, ob der immer noch der Chef von VW ist, aber der hat ziemlich realistisch gesagt, die Klimapolitik der EU ist eine existenzielle Bedrohung für VW. Der hat es gewagt zu sagen, nicht, dass irgendjemand da zugehört hat, aber er hat es gesagt und Spiegel hat es sogar gedruckt. Ja, und dann schauen wir mal auf die Entwicklung der europäischen Industrie und Wirtschaft im globalen Verhältnis und da sieht man, dass natürlich die wirklichen Wachstumsschübe außerhalb Europas stattfinden. Also Europa ist am Zurückfallen. Das erklärt übrigens einen Teil der Brexit-Politik, weil die Briten natürlich das sehen, dass sie quasi ein bisschen auf dem sinkenden Schiff da sind und sie sehen, die Musik spielt sich woanders ab. Das ist ein großes Problem, aber man hilft sich nicht, indem man sich noch wettbewerbsunfähiger macht, indem man die Preise ständig in die Höhe treibt. Ach ja, die Klimaziele. Jetzt hat man eben hunderte von Milliarden für diese Politik ausgegeben. Und meine Überzeugung ist, dass die EU nur bisher die einfachen Sachen angepackt hat. Jetzt, wo man quasi die alten Fabriken geschlossen hat und die alten Autos von der Straße genommen hat,
und ein bisschen erneuerbar hier und da und vielleicht ein bisschen CO2 eingespart hat, jetzt wird es sehr viel schwieriger. In Großbritannien, ich weiß nicht, wie das hier in Deutschland ist, hab ich noch nicht genau reingeschaut, aber in Großbritannien will man ja bis 2050 100% dekarbonisieren. Das würde bedeuten, dass man ungefähr 26 Millionen Haushalte total, wie sagt man, renovieren muss. Das heißt, die ganze Gasheizung, Zentralheizung, Gasöfen und so weiter rausreißen und dann in alle Häuser neue elektrische Heizung, elektrische, das kostet ungefähr, nur ungefähr 100.000 Pfund pro Haus. Naja, rechnen Sie das selbst aus, mal 26 Millionen, das ist schon ein happiges Ziel. Nicht, dass viele Leute glauben, dass es je erreicht werden könnte, aber man kann es ja immerhin mal den Wählern versprechen. Ja, und wie gesagt, als Konsequenz dieser utopischen Politik steht die EU mit den teuersten Strompreisen der entwickelten Länder da. Und das sagt die EU selbst, das ist eine Studie, die sie letztes Jahr publiziert hat, die EU-Kommission. Die akzeptieren das, aber immerhin sind wir ja grün, nicht? Also irgendwie haben die Regierungen in Europa begriffen, dass die Versprechen der Erneuerbaren, dass sie billig und wettbewerbsfähig sind, nicht ganz zutreffend sind. Denn wo immer die Subventionen gestrichen werden, hören die Leute auf, Windkraftanlagen zu bauen und Solaranlagen aufs Haus zu, weil die machen ja keinen wirtschaftlichen Sinn. Die machen nur Sinn, wenn man Geld dafür bekommt, wenn man 20 Jahre steuerfreie Subventionen bekommt. Aber ohne die passiert wenig und das ist genau, was jetzt in Europa passiert. Das ist ein Einbruch von sowohl der Solar- als auch der Windindustrie, die jetzt über die ganze Welt nach neuen Märkten schaut. Hinzu kommen die wachsenden Proteste gegen diese Politik. Der politische Preis, den die sogenannten Mainstream-Parteien erleiden, ist, dass die CDU und die SPD und die FDP sagen, ja, wir sind alle grün und wir müssen die Klima retten und so weiter. Aber die vergessen, dass die Grünen werden immer sagen, ja, aber das ist nicht genug, was ihr macht. Das ist viel zu wenig, das ist schlecht. Wir hingegen machen das viel besser. Und insofern bei den Wahlen in den letzten paar Jahren stellt sich heraus, dass die Parteien immer mehr Stimmen verlieren an die Grünen, weil die Grünen sagen, wir sind ja eigentlich die wirkliche Klimarettungspartei. Und auf der anderen Seite zu den populistischen Parteien auf der Rechten, die sagen, das ist ja schrecklich, diese Politik. Das heißt, die ganze Politik, die ursprünglich ersehnt wurde als eine die Zukunft Europas und so weiter, ist dabei, die Politik zu polarisieren und die sogenannten bürgerlichen Parteien immer mehr in die Ecke zu treiben, weil sie nicht aus dieser Sackgasse, keinen Weg aus der Sackgasse finden. Denn egal, was man sagt, welche Ziele man setzt, man hat das ja jetzt hier erlebt mit der deutschen, mit dem Klimapaket, das ist ein Riesenaufschrei, ne? Dass das nicht zu, dass das zu wenig ist und damit kann man die Welt nicht retten.
Und natürlich führt das dann eben zu diesen politischen Krisen in fast allen europäischen Ländern. Die können ja fast keine Regierung hat eine Mehrheit, fast kein Land hat eine stabile Regierungsmehrheit mehr. Und die Klimapolitik ist zum Teil an dieser Krise, für diese Krise verantwortlich, für diese politische Krise, weil sie eben zunehmend teuer und zunehmend unpopulär geworden ist. Ah, Brexit. Also zuerst mal muss ich sagen, dass die britische Regierung noch grüner ist als die deutsche Regierung. Und die britische Regierung ist eine konservative Regierung. Und wie erklärt man das? Das ist schwer zu erklären, aber auch nicht ganz unlogisch. Die Konservativen glauben, dass sie diesen Tiger reiten können. Sie sind natürlich sehr beschäftigt mit dem Brexit und die wollen nicht noch ein neues Thema eröffnen und haben gesagt, wir machen einen grünen Brexit, um quasi die Luft aus diesem Ballon zu nehmen, um kein neues Schlachtfeld zu eröffnen. Ja, und der Boris hat auch eine grüne Freundin, das kommt noch hinzu. Man denkt, das beeinflusst. Wir wissen natürlich, dass die meisten Politiker in der Vergangenheit Klimaskeptiker waren. Nicht? Aber Politiker ändern sich ja, das wissen wir, die haben keine Prinzipien. Heute sind sie eben sehr grün und versprechen alles Mögliche. Aber wir stehen ja vor einer Wahl, da nimmt man eben solche Versprechen mit einem gewissen Pinch of Salt, wie sagt man, mit gewisser Skeptizismus. Für die EU ist der Brexit natürlich ein Problem, weil die Briten haben tatsächlich radikal dekarbonisiert, das heißt, die CO2-Emissionen sind sehr drastisch gesunken. Wenn das aus der EU rausgenommen wird, dann steht die EU etwas schlechter da. Vor allen Dingen der Emissionshandel würde sehr davon beeinträchtigt. Und die eigentliche Auswirkung des Brexit auf die ganze Klimapolitik ist sehr viel geringer, als man annimmt, weil sich nicht viel ändern wird in Großbritannien zur Klimapolitik. Die werden weiterhin mit ihren Klimazielen hausieren gehen und sagen, wir machen eben diese Klimapolitik, die genauso oder vielleicht sogar noch radikaler ist als die EU. Aber das ist gar nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass die Briten das Recht damit, mit dem Brexit das Recht bekommen, irgendwann, wenn sie wollen, umzudenken und souverän zu entscheiden, in welche Richtung sie gehen wollen. Im Moment sind sie auf dem gleichen grünen Weg wie die EU, da gibt es gar keine großen Unterschiede, aber das muss nicht für immer so bleiben. Der große Unterschied ist, dass in dem Moment, wo Großbritannien aus der EU austritt, es das Recht und die Souveränität besitzt, eine eigene Klimapolitik zu entscheiden. Und das ist, was Brexit bedeutet. Wohin das führt, weiß kein Mensch. Wie gesagt, die konservative Partei ist sehr grün. Die Labour-Partei ist noch grüner und die Liberaldemokraten sind noch grüner und die Grünen sind noch grüner. Also es gibt so einen Wettkampf, wer der Grünste im Lande ist. Aber interessanterweise, das ist so eine kleine Drohung an die EU, der Regierung, die sagt, also wenn es keine Übereinkunft gibt,
und Großbritannien eben ohne einen Deal aus der EU aussteigt, würden Sie radikal die CO2-Steuern reduzieren? Okay, also so eine quasi Drohung an die EU, besser doch ein, und es ist ja zu einer Übereinstimmung jetzt gekommen zwischen der EU und Großbritannien, aber es ist nicht ganz klar durch die Wahlen, wie das letztlich ausgehen wird. Aber die Regierung hat angekündigt, dass sie ohne Abkommen die Kosten für die Unternehmer senken wird, wenn es zur CO2-Steuer kommt. Und das ist im Grunde alles, was Brexit bedeutet. Es bedeutet, dass die Regierung bestimmen kann, das ist im nationalen Interesse und das machen wir. Im Moment ist es im nationalen Interesse, grün zu sein, aber wer weiß, in 2 Jahren mag es nicht mehr im nationalen Interesse sein. Ja, und natürlich die größte Versprechung des Brexit ist, dass wir immer gutes Wetter haben werden. Das sind natürlich die schönsten Versprechungen der Politiker. Und das Problem des Brexit ist, dass die Briten dann sich überlegen müssen, wen sie sonst verantwortlich machen für die Scheißpolitik, die wir haben. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, Herr Peiser, für Ihre interessanten Ausführungen. Vielleicht bleiben Sie noch ein Momentchen hier für den Fall, dass noch Fragen gestellt werden. Möchte jemand was sagen? Ja. Vielen Dank. Könnten Sie auch ein bisschen genauer sagen, wie hat das England in welchem Zeitraum geschafft, wie viel CO2 weniger zu machen? Was ist der Ersatz für dieses CO2, das eigene Gas, ist ja auch CO2. Ja, der zentrale Punkt war in den 90er Jahren die Entscheidung von Kohle auf Gas zu steigen. Und so ähnlich wie in den USA, Erdgas ist natürlich auch CO2, ist die Hälfte davon. Und quasi kann man 50% einsparen sofort, indem man ein Kohlekraftwerk abschaltet und ein Gaskraftwerk baut. Das Problem natürlich heute ist, keiner baut mehr Gaskraftwerke, weil die ja nicht mehr wirtschaftlich gehandhabt werden können. Die werden ja nur noch gebaut für Backup, für die Erneuerbaren. Nicht? Und insofern baut heute keiner mehr Gaskraftwerke. Oder sagen wir mal so, kein Unternehmen baut ein Gaskraftwerk, ohne dafür bezahlt zu werden von der Regierung oder von den Steuerzahlern. Aber das ist der eigentliche Durchbruch in Großbritannien, der Shift von Kohle zu Gas, weil Großbritannien war sehr kohleintensiv. Wind ist nicht so hoch wie in Deutschland. Das hat natürlich auch dazu beigetragen, aber das war nicht der eigentliche Durchbruch der Reduzierung. Eine weitere Frage dann. Danke, zum selben Thema. Ich habe neulich von einem Kollegen aus England, ich habe den Namen vergessen, tut mir leid, gehört, dass Großbritannien es gut geschafft hat mit der Dekarbonisierung, weil sie die Atomkraft behalten haben und Deutschland eben genau diese Chance nicht hat mit der Ausstiegsentscheidung. Würden Sie das bestätigen? Ja, absolut, natürlich. Aber die waren natürlich schon da, die Atomkraftwerke. Aber das stimmt. Es kommt noch was anderes hinzu. Die Erneuerbaren erhöhen CO2-Emissionen im Vergleich zu Gaskraftwerken, weil die Erneuerbaren durch den Backup, wie sagt man auf Deutsch,
Also man braucht quasi, wenn nicht genug Wind da ist und nicht genug Sonne, braucht man konventionelle Energie. Diese Kraftwerke, die dazu gebraucht werden und verwendet werden, emittieren doppelt so viel CO2 wie die konventionellen Gaskraftwerke. Also hätte man sich nur auf Atomkraft und Erdgas konzentriert und völlig die Erneuerbaren vergessen, hätte man mehr CO2 reduzieren können für weniger Geld. Also wenn jemand überhaupt das als einen wichtigen politischen Punkt nehmen würde, dann kann man es billiger und besser machen mit Atomkraft und Erdgas. Könnten Sie bitte noch ein Wort zur britischen Atomenergiewirtschaft sagen? Es gab doch vor einiger Zeit ein ganz großes Projekt zwischen den Chinesen und den Briten. Das ist meines Wissens auf Eis gelegt worden, oder was ist daraus geworden? Es ist leider nicht auf Eis gelegt worden, weil es ist ein verrückt teures Atomkraftwerk. Die britische Regierung war so verzweifelt, dass irgendwie zu bekommen, dass sie sehr, sehr hohe Versprechen machen, finanzielle Versprechen machen mussten. Hinkley Point wird das teuerste Kraftwerk der Welt werden. Über 40 Jahre wird es ungefähr 90 Milliarden Pfund kosten an Subventionen. Also es ist ein ziemlich verrücktes Projekt. Man kann es besser machen, aber es gibt ein Problem, ein Wirtschaftsproblem mit Atomkraftwerken. Ganz egal jetzt mal mit den Umweltthemen, die wirtschaftlichen Kosten eines modernen Atomkraftwerks in Europa, mit den ganzen Regulierungen in Europa, sind ziemlich fatal für die Atomindustrie. Ich hätte noch eine Frage zu einer Folie, die Sie am Anfang, glaube ich, gezeigt haben, zu den Öl- und Gasvorkommen, die es noch auf der Erde gibt. Und da würde ich die Frage ein bisschen weiterführen und fragen, wie viel billiges Öl und wie viel billiger Gasvorkommen gibt es denn überhaupt noch, dass es vielleicht nicht so ganz irreführend ist. Weil ich weiß zum Beispiel, in Kanada wird jetzt Ölsand abgebaut. Das ist aber ein sehr teures Öl. Also können Sie dazu vielleicht noch was dazu sagen? Also, Graphitgas zum Beispiel. Ja, also weil eben so viel neue Quellen durch die Schiefergasrevolution entdeckt wurden, ist der Preis kollabiert. Ja, also der war ja mal bei $140 und er ist jetzt bei 60. Und die OPEC fürchtet, dass es noch weiter runtergeht. Also der Grund, warum der Preis so gering ist, ist, weil so viel Neues dazukommt. Und die Kanadier können sich das im Moment gar nicht erlauben, bei diesen Preisen diese unkonventionellen Öle abzubauen. Also der Punkt ist, durch die neue Technologie des hydraulischen, wie sagt man auf Deutsch, Fracking, durch diese neue Technologie werden neue Ressourcen plötzlich weltweit hervorkommen, die den Preis, die Menge erhöhen und den Preis senken. Fracking ist nicht subventioniert. Nein, auf keinen Fall. Braucht man auch nicht, weil es so billig ist. Das ist ja die Schizophrenie. Es wird ja nur subventioniert, was teuer ist, weil es sonst niemand macht. Eine Frage sehe ich noch. Eine Wortmeldung. Ich hätte zwei Fragen. Und das eine ist, ich habe mal gehört, konnte es aber bisher selber nicht recherchieren, dass sich Gasquellen auch selber immer wieder regenerieren. Also so nach dem Motto, das ist vielleicht auch ein Wunschtraum, dass wir unendlich viel Gas auch in der Zukunft haben werden. Vielleicht können Sie dazu noch was sagen. Die zweite Sache ist, die Lissabon-Strategie, gab es überhaupt eine Strategie und warum ist sie nicht aufgegangen? Ja, also zur ersten Frage, das ist eine russische Theorie, dass Erdöl im Erdinneren erzeugt wird durch geologische und
physikalische Prozesse quasi durch den Druck und die Erwärmung, dass da eine natürliche Erzeugung von Erdöl entsteht. Das ist sehr kontrovers und die meisten Geologen akzeptieren diese Theorie nicht. Zur zweiten Frage, ich dachte, ich hätte erklärt, warum die Lissabon-Strategie nicht funktioniert. Wenn man das Leben der Leute und der Unternehmen immer schwieriger macht in Europa, was ja die ganze Idee der EU ist, mehr Bürokratie und Regulierung und so weiter, dann kann man nicht mehr mithalten. Und das ist der Grund, warum die Lissabon-Strategie nicht nur nicht funktioniert, sondern konterkariert wurde durch eine Politik, die das Leben der Menschen und der Unternehmen in Europa zunehmend schwierig macht. Da kann man nicht mehr konkurrieren. Und das ist das Problem. Dankeschön.